Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved Folge 9. Wir befinden uns mittlerweile, wie ihr wahrscheinlich auch schon am Intro erkannt habt, in The Center. Da hinten ist die Lava-Insel und da hinten geht's runter. Also wir befinden uns so ziemlich in der Mitte. Und ja, ich habe ein neues Schiff gebaut, ziemlich ähnlich wie das andere, halt nur hier innen drin sieht es ein bisschen anders aus. Und von außen ist der Unterschied, dass hinten nicht auch nochmal eine offene Fläche ist, sondern ich es zugemacht habe. Ansonsten ist es ziemlich gleich. Vorne haben wir auch wieder 4 MGs und die Minigun, genau wie beim alten Schiff, also bei der Black Turtle 2. Und ja, hier ist alles fertig, hier kann man alles machen, 2 Betten, damit man auch, falls man mal wieder so oft stirbt, öfter einsteigen kann, wenn man von irgendwas Krassem angegriffen wird. Und hier oben habe ich halt alles gemacht, um mit Lagerfeuern und so das Fleisch durchzubraten. Und dann hier wie immer natürlich Lampen, ne? Hier nochmal ein Käfig, falls wir PvE spielen und da ein paar dazukommen. Hier habe ich angefangen Dünger zu machen, hier der erste ist sogar auch schon fertig. Und ja. Ja, ich würde sagen, Leute, wir gucken erstmal, wo wir hinfahren und dann würde ich sagen, bauen wir uns noch eine Base und mal sehen, was wir dann noch so machen. Und wegen dem Mic, ich habe jetzt das Neue, ich hoffe, euch gefällt der Sound, das ist das Blue Yeti. Ich packe mal die Informationen dazu in die Infobox und ich würde sagen, genug gelabert, let's go. Okay, Monster voraus, Leute. Okay, okay, den hole ich mir. Ist er tot? Yep, der ist tot. Und uns ist heiß. Dann gehen wir wieder hier rein. Hier haben wir eine Klima. Ja, also die SWAT-Ausrüstung ist zwar mega gut, aber die ist so ultra krank heiß. Das ist voll der Nachteil daran. Man ist ständig nur am Schwitzen hier auf... wie heißt es hier, The Center, man ist ständig irgendwie, ist einem zu heiß und man hat irgendwie Probleme und keine Ahnung, ist ein bisschen doof, aber egal. So, ja, hier auch nochmal eben schnell die Tür zu und dann geht's auch schon wieder weiter. Let's go. Leute, hier ist so eine kleine Ruine, wie hier viele sind und da führt eine Treppe hoch und ich habe gedacht, wir legen jetzt hier auf jeden Fall mal an und gucken uns hier auf jeden Fall auch mal an. Mal sehen, ob man da nicht noch irgendwas findet. Und so, ich bereite mich ganz schnell vor und dann würde ich sagen, geht's los. Guckt euch das bitte an, wie mega geil es einfach nur nachts aussieht, wenn man in The Center ist. Sind hier nämlich überall nachts so geile Glühwürmchen. Gebt euch das. So crazy. Ohne Spaß. Also es ist jetzt gerade Nacht, ich habe mich aber ausgerüstet. Wir haben wieder ein Gewehr, Fernglas. Stab zum Kämpfen, so, Axt zum Abbauen, alles oben und sobald es hell ist, gehen wir los. Oh, oh, verfehlt, komm her, kleiner Mann, du willst doch eh mich. Yes. So, es ist nächster Tag, ich befinde mich mittlerweile in der Ruine. Aber hier ist irgendwie nicht so wirklich was. Ich gucke jetzt gerade nochmal hier hinten raus, ob hier noch irgendwas ist. Aber hier sind eigentlich ein Dodo und so. Hier geht's noch weiter runter. Kommt da noch irgendwas? Nö. Oh, da drüben. Ja, grüß dich. Ja, hier. Aber es sieht auf jeden Fall mega... Boah, hab ich mich erschrocken. Es sieht auf jeden Fall mega geil aus, aber hier ist nichts. Da, das hier, ne, da ist auch nichts. Hier geht's nochmal hoch, gucken wir hier nochmal schnell. Müsste ich dann aufsprengen? Wir holen C4. Leute, wir haben gerade nicht genug Zeug, um das herzustellen, ist das Problem. Aber ich denke mal, dass da auch nicht wirklich was sein wird. Ich bin mir jetzt natürlich auch nicht sicher, aber ich denke mal nicht.
Und ich würde sagen, wir fahren erstmal weiter und gucken, was wir sonst noch so finden können. Oh, wieder mal ein Ei. Sehr korrekt, Dodo-Ei. Da liegt noch eins. Nehmen wir auch direkt mit. Nice. So. Seht ihr, da oben im Stein links ist ein Affenkopf. Auch richtig krass. Warte, ich kann mal kurz... Moment. Mal kurz nach oben gehen. So. Da, achtet. So heftig. Krass, krass, krass. Weiter geht's. Let's go. Okay, da versperren uns zwei Stück den Weg. Ich würde aber sagen, versuchen wir einfach wieder. Komm, jetzt machen die doch Platz gerade. Nett, wie sie sind. Da hinten ist auf jeden Fall schon wieder ein Arc Tower. Wir sind jetzt gleich, glaube ich, hier raus. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube mehr als 8 Megalodons. Jo, genau. Ja. Und noch ein Wal, klar. Was geht denn hier ab? Egal, Leute, wir sind auf jeden Fall fast da. Passt auf. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, er lässt uns in Ruhe. Hier, wir sind fast da. Moment, ich steige jetzt gleich einmal aus. So, wir befinden uns jetzt, ich glaube irgendwo da oben rechts, aber ich habe keine Ahnung mehr. So, gucken wir doch einmal hier. Crazy. Ich schwöre, Ark ist schon echt geil und hier oben, da will ich hin, Leute. Das ist irgendeine Stadt. Sieht aus wie so eine chinesische Stadt. Und hier ist jetzt halt dieses Gesicht, da drin ist Lava. Aber wir fahren erstmal weiter Richtung Stadt. Da ist auch hier der Affe. Crazy. Es sieht so geil aus, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wir sind fast da. Und hier vorne geht's richtig zur Sache. Und da oben, man kann es jetzt nur so durchs Wasser gerade noch so sehen, ist die Stadt. Also wir haben es fast geschafft. Ich werde jetzt hier irgendwo anlegen, aber ich will erst einmal gucken, was da vorne ist. Oh Gott, ich glaube, das sind auch schon Wasserfälle. Let's check this out. So, was haben wir? Ja, Wasserfall, oh mein Gott. Boah, geil. Oh mein Gott, wie geil. Let's. Oh, da geht's auch noch weiter. Aber doch kein. Oh mein fucking Gott. Und da hinten geht es auch noch weiter. Da unten. Egal, wir fliegen los zur Stadt. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Hier oben kommt so der Wasserfall runter. Und dann liegt hier so der Baumstamm drüber. Oh mein Gott, in so einem riesen Mammut-Regenwald. Crazy, guck mal, wie klein die Langhälse gegen die Bäume aussehen. Oh mein Gott. Krass. Oh Leute, gebt euch das. Wir fliegen durch den Baumstamm gerade. Oh mein Gott, da drin könnten wir eine Base bauen, Leute. In dem Baumstamm. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich hier in dem Baumstamm eine Base bauen soll. Ob ihr darauf Bock hättet. Oder ob ich noch einen besseren Platz suchen soll. Okay, Leute, ich... komm nicht höher. Warum komme ich denn nicht höher? Ja, krass. Hier ist Ende. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ich oben zu der Stadt komme. Ich will auf jeden Fall dahin. Ja, krass, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch die Qualität von dem Mikrofon. Ich habe wirklich keine
Mühen und kein Geld gespart, um jetzt endlich wieder einen richtig schönen Klang zu haben, weil mir das Rauschen ja auch selber echt auf die Nerven ging. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gebt doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Peace.